Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen WordPress-Tutorial. Ich zeige euch heute ganz schnell und einfach ein Premium-Plugin, das ich in Verwendung hatte, beziehungsweise noch ein, zwei Seiten in Verwendung habe, nämlich ein Facebook-Messenger-Plugin. Was macht das für einen Sinn? Nämlich, ihr könnt direkt mit euren Usern interagieren. Ja? Ihr könnt bei diesen Facebook-Plugin, ich verlinke euch das dann eh unten, das Ganze ist, kostet einen gewissen Beitrag, darauf gehe ich mit euch dann noch im Video in meinem PC ein. Und dort könnt ihr dann sozusagen einen Facebook-Button irgendwo platzieren, wo dann derjenige direkt auf eurer Webseite durch Knopfdruck auf diesen Button oder auf diese Sektion mit euch sozusagen schreiben kann. Das funktioniert in der Form, ihr tragt sozusagen eure Facebook-Seite ein, beziehungsweise euer Profil, ja, und derjenige kann euch direkt eine Frage stellen. Wenn ihr zum Beispiel viel auf Facebook macht, beziehungsweise postet und dort sehr aktiv seid, könnt ihr das natürlich bündeln, denn E-Mails bekommen und Anfrageformular bekommen und das und dort ist halt schwierig teilweise, weil das wird immer mehr, beziehungsweise immer mehr Punkte, um die man sich kümmern muss, und in diesem Fall ist es ganz einfach, denn ihr könnt so mit einfach diesen Button einfügen, beziehungsweise dieses Plugin einfügen und die Funktionalität nutzen. Wie gesagt, die sind überschaubar, aber sehr effektiv, wenn ihr zum Beispiel auch eine große Community auf Facebook habt und ihr das dort einfach alles bündeln wollt und eh schon den ganzen Tag auf Facebook unterwegs seid, beziehungsweise auf eurer App unterwegs seid, dann könnt ihr dort natürlich auch direkt eure Webseitenanfragen bündeln. Ich glaube, für den einen oder anderen da draußen ist es etwas, und ich zeige euch jetzt direkt und unkompliziert, wie man das Ganze installiert, was es für Einstellungsmöglichkeiten gibt, und dazu sehen wir uns gleich in meinem PC wieder. Ja, nun befinden wir uns in meinem PC und jetzt zeige ich euch eben das Facebook Messenger oder Facebook Messenger für WordPress direkt. Ihr seht es hier eh, es kostet $25. Ist aber, wie gesagt, ein cooles Gimmick, das ihr sowohl mit WooCommerce verwenden könnt, und ihr könnt natürlich auch Notifications direkt bekommen, Facebook-Page-Likes könnt ihr erweitern und es ist Responsor User-Friendly und so weiter. Es ist mit WPML übersetzbar, das heißt, ihr könnt es locker übersetzen, solltet ihr eine mehrsprachige Webseite haben, und man kann zum Beispiel hier dann auch einen Shortcode zu nutzen, und hier sieht man noch einige Dinge, wo das eingesetzt wird. Ich habe mir das Ganze jetzt runtergeladen, habe mir hier jetzt auch eine Installation, beziehungsweise habe mir das auch angeschaut, die Dokumentation, was man alles machen kann damit. Wie gesagt, ich habe es schon eingesetzt, und hier sieht man zum Beispiel auch so ein paar coole Cases im Endeffekt, wo es eben Sinn macht. Zum Beispiel, ihr habt einen Shop und könnt jetzt hier direkt eine Message senden, und ihr könnt halt durch Facebook, könnt ihr einfach schneller und wie soll ich sagen, genauer interagieren mit euren Kunden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur zum Beispiel dieses übliche, schreibt mir eine Frage per Mail. Ja, eine Mail beantwortet ihr vielleicht auch nicht so schnell oder so einfach wie mit einem Facebook Messenger, und es hat auch einen ganz anderen Charakter, weil Facebook, wenn ihr das als Firma macht und da einen Support habt, natürlich müsst ihr dann 24 Stunden erreichbar sein, aber da schauen wir uns dann alles genauer an. Ich werde das Plugin jetzt mal installieren. Ich habe mir das jetzt schon runtergeladen, habe mir hier jetzt auch eben eine Webseite von mir genommen und sage jetzt hier installieren. Plugin hochladen und suche mir hier jetzt das Plugin raus, sage jetzt installieren, und dann wird das fix installiert sein. So, Plugin wurde erfolgreich installiert, ich aktiviere das Ganze jetzt, und dann findet ihr hier unten auch schon den Messenger. So, jetzt ist die Frage, welche Einstellungen müsst ihr treffen, und ja, das werden wir uns jetzt mal alles ganz einfach und schnell machen. Nämlich zum Beispiel hier, Your Facebook Fanpage URL, da nehmen wir jetzt meine URL, Nikolaus Kolber, Custom Text, stelle mir jetzt eine Frage. Ja, ich nehme das jetzt einmal hier natürlich. Solltet ihr zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt hier zum Beispiel wiereichist.com die Domäne, ich sehe auch schon das Symbol, da möchte ich natürlich hier, ja, vielleicht habe ich da eine, wie soll ich sagen, eine Facebook-Seite noch hier zusätzlich dafür. In dem Fall habe ich jetzt keine, das ist nur eine reine Webseite.
Ihr könnt die Position noch eingeben, ob es in der Middle, Top, Right, ich sage jetzt zum Beispiel Middle, Large Header, schauen wir uns das dann alles noch an. Open Messenger App Button, Use this feature if you want to click to open on Smartphone. Genau. Das heißt, wenn jemand auf einem Smartphone eben auf dieses Pop-up klickt, dann kommt eben auch das Ganze, diese ganze Funktion zu vollen. Dann funktioniert die Funktion natürlich auch mobil. Button Open Messenger App, so. Schreibe uns deine Frage. Wir werden uns verlässlich melden. Wir werden uns verlässlich bei dir melden. So, wie auch immer. Display All Pages oder für Some Pages. Da kann man dann eben einstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier nur drei Pages. Display on Desktop und Mobile. Display on All Pages. Ich save das Ganze jetzt einmal. Dann noch den Cache löschen und refreshen. So, und jetzt hier seht ihr auch schon, schreibe eine Nachricht an Nikolaus Kolber. So einfach war das und es war innerhalb weniger Minuten auch eingerichtet. Ich werde jetzt einmal kurz Facebook hier auf meinem zweiten Bildschirm öffnen, damit ich euch das direkt zeigen kann. Ich schreibe jetzt zum Beispiel, hi, wie geht es? Und im Normalfall sollte, er übernimmt das jetzt auch zum Beispiel komplett mit Facebook, das heißt hier zum Beispiel antwortet in der Regel innerhalb von wenigen Minuten. Jetzt natürlich gehe ich auf meine Facebook-Seite und schaue mir das Ganze an. Man kann jetzt auch weitere melden, also weitere Nachrichten senden. Ich gehe jetzt einmal auf mein Postfach. Und natürlich habe ich jetzt als Nikolaus Kolber, muss angemeldet sein, geschrieben und kann es hier zurückschreiben, hi, und derjenige ist dann direkt in Interaktion mit mir. Ja, jetzt ist es ja ganz nett, so eine Unterhaltung zu starten. Jetzt schaue ich mir das Ganze aber eben nochmal an, indem ich ein Inkognito-Fenster öffne. So. Und schauen wir das Ganze hier dann nochmal an. Hier hat man den Facebook-Button. Jetzt muss man sich hier natürlich anmelden. Das funktioniert wunderbar. Und so schnell habt ihr hier natürlich eine Frage gestellt. Jetzt könnt ihr natürlich auch Shortcodes benutzen. Ich schaue jetzt mal kurz nochmal in die Dokumentation hinein. Und suche hier mal kurz nach Shortcodes. Support, Support, Support. Okay. Wie schaut so ein Shortcode aus? Ich glaube, da unten ist auch ein Shortcode gestanden. Genau. So. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ich bearbeiten wir jetzt mal hier den Beitrag. Vielleicht ist da auch, ich schaue jetzt kurz, ob hier irgendwo ein genau, ihr könnt auch ein Auto-Reply einrichten und es gibt noch mehr Plugins. Ich glaube, der Auto-Reply ist einfach nur, dass ihr halt direkt so eine Art Bot zurückbekommt, dass ihr sagt, hallo, wie kann ich euch helfen oder sonst irgendetwas. Ist natürlich für den einen oder anderen auch ein... So, dann werden wir jetzt hier den Shortcode hinzufügen. Werden wir einfach mal die URL ändern, Nikolaus Kolber. So, dann probieren wir das mal aus, ob das so in der Form funktioniert. Wie gesagt, nicht vergessen, Cache wieder löschen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das so angenommen hat, wie ich mir das vorstelle. Ja, jetzt hat er hier natürlich den Background genommen, das war jetzt verkehrt. Das soll einfach nur ein Shortcode sein, so. Könnt ihr fragen, zum Beispiel hier jetzt in dem Fall Fragen zu, weiß nicht, zu Produkt XY, ja, damit ihr zum Beispiel das bei WooCommerce benutzt. Aber wenn ihr WooCommerce aktiviert habt, habt ihr dann noch andere Einstellungsmöglichkeiten. So, und jetzt hat man hier unten zum Beispiel einen ganz einfachen Fragen zu Produkt XY und es öffnet sich und ihr könnt direkt eine Frage stellen. Und das ist halt eine extrem coole Sache.
ist sicher für den einen oder anderen ein cooles Gimmick, vor allem ehrlich gesagt bei $25, das dann irgendwie, sagen wir 25 Euro, oder ihr macht noch den Support für 12 Monate, irgendwo landet, ist das schon wirklich ein starkes Tool und finde ich für das ein oder andere oder für den ein oder anderen und das ein oder andere Unternehmen wirklich gut, vor allem weil es halt irrsinnig schnell und einfach eingestellt ist. Ihr seht es eh. Ihr habt den Shortcode, ihr habt die Farbe, könnt ihr noch wählen, natürlich könnt ihr eine andere Farbe nehmen. Ihr könnt, glaube ich, auch ein anderes Symbol nehmen. Das heißt, ihr sagt, ihr wollt ihr euer eigenes Symbol haben oder Icon-Typ, wo soll es sein? Large Header, Small Header. Der Small Header ist zum Beispiel, zeige ich euch jetzt auch noch. Wir haben ja jetzt hier vorher das gehabt, dass das relativ groß war mit dem, ja, das ist jetzt Small Header sozusagen. Und ihr könnt natürlich das Ganze auch verstecken, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ich möchte nicht, dass jemand sieht, in welcher Form das aussieht. Dann habt ihr zum Beispiel hier nur einen Small Header. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Zack, Small Header, auch nett. Oder ist das komplett versteckt, wie auch immer. Ja, und das war's auch schon. Schnelle Installation, einfache Installation, hat aber wahrscheinlich einen großen Effekt auf die, auf eure, einfach auf die Conversion, die ihr damit auch auf eurer Webseite natürlich, beziehungsweise mit euren Leads oder diejenigen, die schon auf eurer Webseite sind, dass ihr in Kontakt mit denen treten könnt. Und das aber auf eine wirklich gute und einfache Variante, die heutzutage eigentlich, ja, wie soll ich sagen, komplett mit der Zeit ist, weil wer arbeitet nicht mit Facebook, beziehungsweise wer möchte nicht mit Facebook arbeiten. Ich werde euch jetzt nochmal kurz zeigen, hier auf einem iPhone 6 und 6 Plus, wie das Ganze dann ausschaut, wenn das responsive ist, weil die haben ja gesagt, es ist responsive. Das sieht dann in der Form aus. Ich bin hier jetzt natürlich angemeldet, das ist jetzt auch nicht wirklich die richtige, aber wenn ihr das jetzt öffnen würdet hier, seht ihr das. Wir müssten da jetzt nochmal kurz auf einen Cognito-Modus gehen, weil sonst wird das da nichts. Da müsst ihr mal drauf aufpassen, wenn ihr eingeloggt seid, dass da nimmt er nämlich auch das Ganze, den ganzen oberen Teil und so. Das ist dann etwas uncool. So, jetzt wählen wir nochmal iPhone 6 aus, machen hier einen Check. Und jetzt seht ihr zum Beispiel hier oben das Symbol. Ich müsste es euch jetzt direkt in der Form zeigen, dass ich das mobil öffne, weil das jetzt nicht, es öffnet sich dann sozusagen über das Fenster drüber, ist aber, wie gesagt, vollkommen responsive, kein Problem und ja, sollte für euch auf jeden Fall das wert sein, die paar Euro da auszugeben. Wie gesagt, WooCommerce könnt ihr auch nutzen, das heißt, solltet ihr einen Online-Shop haben, das ist wahrscheinlich auch für den einen oder anderen cool. Vor allem, ich finde es halt so genial, weil ich sehr viele Dinge auch mit Facebook beantworte und nicht direkt mit Mail immer. Und dann habt ihr das eben mit diesem kleinen Produkt, aber also mit dem kleinen Plugin gelöst. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise den einen oder anderen hilft es. Lasst mir gerne euer Feedback in den Comments, was ihr von diesem Messenger haltet, beziehungsweise von diesem Plugin haltet. Solltet ihr weitere Reviews von Plugins haben wollen, auch eben von Code Canyon. Ich habe hier wirklich vieles schon eingekauft, das heißt, ich kann euch schon vieles zeigen. Sollte es nicht so sein, ich kaufe euch gerne das Plugin voraus, mache eine Review darüber und lasse euch das dann eben wissen, ob das gut ist oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt motiviert und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video.